Ich rechne nicht damit, dass die Europäische Zentralbank ihre Zinsen im September oder danach noch einmal erhöhen wird. Zum einen dürfte die Inflation weiter zügig sinken. Ja, zum anderen ist auch eine Rezession in der Pipeline. Aber die Märkte rechnen trotzdem für das kommende Jahr bereits mit deutlichen Zinssenkungen in der Summe um 90 Basispunkte. Ich teile diese Marktprognose nicht. Stattdessen erwarte ich, dass die EZB im kommenden Jahr ihre Leitzinsen vermutlich nicht senken wird. Das liegt vor allem an der Inflation. Ja, die Inflation wird in den kommenden Monaten weiter fallen bis zum Jahresende, aber die Lohnkosten steigen kräftig und das wird dafür sorgen, dass die Inflation dann im kommenden Jahr sich deutlich, deutlich über dem EZB-Inflationsziel von 2% festsetzen wird. Das wäre eine riesige Enttäuschung für die EZB. Die Inflation würde sich dann nicht im kommenden Jahr weiter nähern ihrem Ziel von 2%. Und in einem solchen Umfeld wäre es schwierig für die EZB, die Zinsen zu senken. Anders als für die EZB erwarte ich für die amerikanische Notenbank Fed sehr wohl Zinssenkungen im kommenden Jahr. Das hat viel damit zu tun, dass die amerikanische Notenbank anders als die EZB ihre Zinsen früher angehoben hat und vor allen Dingen auf ein viel höheres Niveau. Von daher hat die amerikanische Notenbank auch Raum nach unten, was die Zinsen anbelangt im kommenden Jahr, zumal die Inflation in den USA auch viel stärker gefallen ist als im Euroraum. Ja, was die Finanzmärkte anbelangt, da hat natürlich diese unterschiedliche Entwicklung in den Zinsen eine Bedeutung. In den kommenden 2, 3 Quartalen besteht noch Aufwärtspotenzial beim Euro-Dollar-Wechselkurs, weil die Europäische Zentralbank wird nicht senken und die amerikanische schon. Aber wenn dann Mitte nächsten Jahres deutlich wird, dass die Inflation im Euroraum wieder steigt, dass ein Inflationsproblem im Euroraum da ist, dann wird die Wahrnehmung der EZB als erfolgreicher Inflationsbekämpfer wanken und dann ist auch der Punkt da, wo Euro-Dollar wohl eher wieder zur Schwäche neigt.